Moin und herzlich willkommen zurück hier beim Transportgiganten in der nächsten Folge. Und wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen hier mal rumprobiert, ne? Kurzstrecken ausgebaut, kleine Molkereien unterstützt, Stadt mit Käse beliefert und auch mal unsere ersten Busse eingesetzt. Das würde ich jetzt natürlich noch ein bisschen aufbauen. Beziehungsweise ausbauen. Denn ich habe hier unten gesehen, wir haben noch eine kleinere Getreidefarm hier. Wir haben hier noch eine Kuhfarm stehen. Ich würde sagen, das beliefern wir jetzt erstmal weiter mit LKWs. Ich werde hier nochmal ein Terminal aufbauen. Dann nehme ich aber ein mittleres. Und hier auch. So. Denn gerade hier, gerade bei dem Terminal bei der Kuhfarm müssen wir schauen, weil da fahren ja auch noch LKWs ab Richtung Molkerei. So, das ist auf einmal, das ist auf jeden Fall schon mal aufgebaut. Das Schöne ist natürlich, bei LKWs haben wir nicht das Problem wie bei den Zügen. Wir können hier tatsächlich unabhängig von allen schon bestehenden Strecken immer wieder was aufbauen. Diesen Bug gibt es leider nur bei den Zügen. So, kurz einen Schluck Wasser. So, Werkstätten habe ich schon aufgebaut. Genau, Werkstätten habe ich schon aufgebaut. Dann brauche ich zwei LKWs. Oder, zwei, drei, vier, fünf LKWs. Drei, vier, fünf LKWs, die hier schön Getreide Richtung Kuhfarm bringen. Würde ich sagen. Ich glaube, mit fünf sind wir da ganz gut beraten, weil so groß ist die Strecke jetzt ja auch nicht. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis das fertig gebaut ist. Und dann gucken wir mal, dass wir die Wirtschaft hier noch so ein bisschen mehr an nach vorne bringen, sag ich mal. So, Anschluss hier dran. Warten bis beladen und entladen. Und los geht das. Dann jagen wir den ersten mal los. Jetzt ist Nummer 2. Immer mit so ein bisschen Abstand. 3. Da ist die Nummer 4. Und da kommt die Nummer 5. So, und wir haben auch einen neuen Zug bekommen. So, und ein Flugzeug. Na gut, Flugzeuge kann man vielleicht auch mal in Betrieb nehmen. Für Flugzeuge würde ich aber gerne noch ein bisschen sparen, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin auch am Überlegen, ob man aus der Deutschen Bahn dann vielleicht nochmal ein bisschen was anderes macht, um das Ganze umzubenennen. Aber weiß ich noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt jetzt, ist das überhaupt machbar? Müsste ich gucken. Kann ich jetzt so gar nicht sagen, glaube ich. Nee, ist tatsächlich gar nicht machbar. Das müsste ich nämlich im Hauptmenü einstellen und dann ist es, glaube ich, ein neuer Spielstand. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Gucke ich mir aber nochmal an. So, jetzt liefern wir hier schön Getreide zu der kleinen süßen Kuhfarm hier, die wir haben. Und nun können wir natürlich weiter bauen. Das mache ich. Ich wollte gerade sagen, was ist denn nun kaputt hier? Das mache ich natürlich jetzt auch gleich mal. Und zwar geht es jetzt weiter. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich das hier jetzt. Moment. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen anders gestalten hier. So, ich ziehe hier schon rüber. Ich würde ja am liebsten. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das baue. Einen Moment. Von hier aus. Hier rüber. Ah, das ist eine. Ne? Das geht. Ist nicht das Optimum. Ist irre teuer. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es für so ein kleines Unterfangen, was ich hier eigentlich vorhabe, auch völlig unrentabel. aber ich glaube, das geht in Ordnung. Also, weil wir auch halt einfach so viel Geld haben. So, damit fast 70 Millionen investiert. Einfach damit diese kleine süße Kuhfarm hier
ihre Milch hier hoch zur Molkerei bringen kann. Ich werde mal hier das Terminal erweitern. Das können wir nämlich auch noch im Nachgang. Das ist ganz gut. So, kostet uns ein bisschen was, ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir ja wieder rein. Haben wir vielleicht noch eine Kuhfarm, die wir von hier aus beliefern können? Damit sich die Strecke so ein bisschen mehr lohnt. Aber das mit LKWs, na gut. Hier ist tatsächlich noch eine Getreidefarm. Aha. Antwerpen haben wir hier auch noch. Na ja, gut. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir mal ganz kurz warten, bis die Strecke fertig gebaut ist hier. Das etwas Geschnörkelte hier. Ich hätte es auch, glaube ich, komplett anders bauen können. Ne? Ich hätte auch von hier aus einfach hier rüber gehen können. Ne? Ja, gut. Ich bin halt ein Meister im Streckenbau. Ich kann das. Das habe ich gerade bewiesen. Nun gut, so oder so. Ich brauche ein paar Tankfahrzeuge, die mir ein bisschen Milch darüber bringen, damit das Ganze dann zu Käse wird. Zack, darüber. Warten bis beladen, warten bis entladen und los geht's. So. Ich warte jetzt immer so ein bisschen, bis der auf die neue Strecke einbiegt. Dann ist da, glaube ich, auch ein guter Abstand drin, damit es sich vom Verkehr her nicht ganz so auf die Füße tritt. Weil da wird jetzt natürlich einiges an Verkehr entstehen mit den neuen Fahrzeugen. Aber ich glaube, das sollte gut machbar sein. So. Können wir ja auch gleich nochmal gucken, was die Strecke uns einbringt an Geld. Der erste kommt jetzt nämlich gerade an. Und ich kann es nicht genau erkennen. Musik. Moment. Jetzt können wir mal gucken. Es sind was? 16.000 für die Strecke. Ja, viel Spaß. Ihr habt eine lange Zeit zu fahren. Ich habe fast 70 Millionen investiert und kriege 16.000 pro Strecke. Also das ist ja schon uff. Naja, ich bin froh, wenn ich die Betriebskosten drin habe. Eieiei. War wohl nicht ganz so lohnenswert. Verdammt mich. Jetzt juckt mich das ja doch so ein bisschen mit dem Flughafen, ne? Frage ist eben halt, welche... Wer macht hier Personentransport? Vor allen Dingen, was für eine Strecke? Was, warte mal, Köln nach Siegen mit dem Bus. Da hätte ich ja sowas von die geile Bahn eingesetzt. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich habe hier 3, 4 Städte, die ich innerhalb kürzester Zeit mit der Bahn alle verbinden könnte. 5. Und der macht das mit dem Bus. Ja, komplett bekloppt. Ich sag ja, aufkaufen und gleich komplett zerschlagen das Mistding. So, na gut. Wie sieht es generell bei uns denn aus? Statistiken. Wir haben im letzten Jahr, 1960, tatsächlich haben wir 67 Millionen insgesamt an Frachteinnahmen reingebracht. Trotz Baukosten haben wir immer noch 18 Millionen plus gemacht. Das ist auch schon stattlich. Wie sieht es denn hier aus? 54.000 Personen transportieren wir im Jahr. Das ist schon... Jetzt bin ich aber neugierig. Warte mal. Jetzt will ich mal gucken hier. Wer ist das hier? 3.000. Der baut den Mist auch noch aus. Ich glaub's nicht. Das ist ja wohl nicht sein Ernst. Da muss ich jetzt irgendwie gegenwirken. Das gefällt mir nicht. Was soll das? Das ist doch Mobbing. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Neues Flugzeug. Ja, hör auf mich zu triggern. Ich bin ja schon neugierig. So. Das gab doch mal von Hamburg
Hamburg-München. Hamburg-München finde ich interessant. Wo ist München? Muss auch hier unten sein. Da. Hehe. Und die wollen nach Hamburg. So. Komm, Leute. Wir bauen einen Flughafen. 1962, die Deutsche Bahn fängt an, Flughäfen zu bauen. Hä? So, Flugzeuge. Oh, das ist ja putzig. Ja, kann man natürlich noch ausbauen, das Ganze. So, ich würde sagen, wir lassen den hier starten. Dann gehen wir hoch nach Hamburg. Und dann würde ich sagen, Hamburg-Fußbüttel. Fußbüttel. Kann ich den vielleicht auch noch mal ein bisschen drehen, weil ich habe offen gestanden ein bisschen Fracksaußen, dass ich den nicht mehr ausbauen kann. Da links. So. Ich hoffe. Ich hoffe, ich habe den in die richtige Richtung ausgebaut. So. Bauen wir mal. Es geht bergab. Schlechte Wirtschaftslage. Ich gucke mir das jetzt mal an. Warte mal. Welche Richtung? Erweiterung nicht möglich. Verdammte Axt. Das habe ich bald geahnt. Ach, weil ich blöd bin. Jetzt aber. 2, ja, okay. Oh, Schwitz. Ich habe echt gedacht, ich kann das jetzt nicht machen. Nee. Passt. Passt auch. So, beide Flughäfen sind erweitert, weil, ne, auch hier, Werkstatt brauche ich einmal und ich will einmal den Kiosk haben. Dann Flughafen. Wir brauchen definitiv Werkstatt. Machen wir. Und den Kiosk. So. Eigentlich muss ich schon bald gedrungenerweise den Flughafen noch einmal erweitern. Weil. Stellplatz nicht möglich. Warum? Dann lasse ich die Posttransporte so fliegen. Das ist mir egal. Ich habe lieber eine Werkstatt. Habe ich Hamburg fertig ausgebaut? Jetzt bin ich mal neugierig. Geht das hier? Nee. Geht nicht. Na gut. Gut. Also, Werkstatt haben wir. Kiosk. Machen wir auch. So. Und dann. Welches Flugzeug holen wir uns denn mal? Welche Flugzeuge? Wir brauchen zwei. Wir brauchen einmal einen Passagierflieger und wir brauchen einmal einen Flieger, der uns schön die Post hin und her transportiert. Das wollen die doch, oder? Jetzt mal kurz gucken. Posttransport? München. Ja, 600. Gut. Also, was haben wir denn da? 120? Aha, 430 fliegt der. Zuverlässigkeit sehr schlecht. Da bin ich ja schon mal gleich abgeneigt. Was haben wir hier? 130. Hier, die Boeing 707. Fliegt 738 km/h. Die 707 Cargo wäre für den Posttransport. So. Könnte man natürlich machen. Ich weiß halt nicht, wie schnell die sind hin und her, ne? Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Setze ich zwei ein oder mache ich jeweils nur eins, eins? Ich glaube, ich mache eins und eins. Ja, ich weiß, mit eins und eins hat man auch Internet, aber ist auch noch was anderes. So, dann starten wir erstmal mit dem Personentransport natürlich. Von Hamburg aus. Warten bis beladen und entladen. Runter nach München. Gleiche Spielchen hier auch. Und ja, bestätigen. So. Und dann gucken wir mal, wie schnell der ist. Ich weiß das halt nicht. Ist schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Und vor allem auch, wie rentabel ist das? Das ist ja auch so eine Geschichte. Das muss ja irgendwo auch finanzierbar sein. Post? Ja, schön. Huch, da ist er schon. Da ist unser erster Flieger. Da ist unser erster Flieger. Einfach mal so 500.000 für 130 Personen. Holla die Waldwind, not bad.
Ja, dann lassen wir auch gleich mal Post losfliegen. Volle Auslastung. Das kann er warten bis beladen und entladen. Das gleiche Spielchen natürlich auch oben in Hamburg. In Hamburg ist er gerade angekommen. Schwupps, und dann lasse ich auch den Flieger gleich starten, weil dann liegen die sich auch nicht gegenseitig auf dem Landefeld auf Füße. Ich könnte tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, das wäre gut machbar. Oh, mein Rücken juckt gerade so ein bisschen. Oh, unangenehm. Kennt ihr das? So, wenn es schon anfängt zu ziehen und man irgendwie da ran muss. Ah, oh, so, besser. Da kommt unser Cargo-Transport an. Das ist auch sehr interessant, mal um zu gucken, wie viel der jetzt einbringt. Auch nochmal eben so 300.000. Ja, der ganze Spaß, der hat uns natürlich auch eine Menge gekostet, ne? Muss man mal sagen. Flughafen. Ja, beim Flughafen bist du schon. Ja, gut, 4 Millionen, ne? Also, das ist jetzt. Du bist 4 Millionen beim Flughafen und wie viel haben die Flugzeuge gekostet? Okay, 12 Millionen. Bist du schon bei 16? 16 und 12 sind 38. Warte mal, was rechne ich denn da? 28, so rum. 28 Millionen insgesamt für zwei Flugzeuge und zwei. Nee, zwei Flughäfen. Dann bin ich bei 32 Millionen. Das muss er erstmal einfliegen, der ganze Kram. Na gut. Sei es drum. Ist jetzt so. Können wir noch irgendwas anderes mit Hamburg anschließen? Wer will denn noch nach Hamburg? Jetzt haben wir ja München einmal angeschlossen. Jetzt gucken wir mal, was noch gehen könnte. Berlin haben wir schon per Zug. Wer oder was und wo ist Para? Para wäre was oder so? Müssen wir mal gucken. Was? Oh, neuer Zug. Cool. Was haben wir denn hier noch so? Da. Mainz. Straßburg. Metz. Was haben wir denn hier noch so rumschwören? Hier haben wir Köln, Düsseldorf. Düsseldorf, hier wo. Die wollen auch nach Hamburg. Nee, die Hamburger wollen dahin, so rum. Und die wollen auch nach Hamburg. Hier könnte ich jetzt theoretisch auch nochmal einen Flughafen aufbauen. Und denen mal, die mal nach Hamburg jagen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so teuer, weil, ne? Blöde Frage, wollt ihr doch nach München? Die wollen sogar nach München. Oh! Könnte ich so ein kleines Fliegerdreieck aufbauen? Das wär rentabel. So, das machen wir mal ganz schnell. Machen wir das nochmal eben fertig hier. So, zack, hier. Dann machen wir hier nochmal eben eine Werkstatt. Dann machen wir hier natürlich wie gewohnt der Kiosk. So, und dann hole ich nämlich nochmal, weil ich sie habe, nochmal zwei Maschinen. Dann gucke ich mir nämlich den Flugverkehr dann nämlich über Hamburg an, wie das dann nämlich aussieht. Jetzt hängt das schon wieder. Das ist so ein bisschen. Hä? Ist da zu viel los auf der Karte? Ich hoffe nicht. Ich fange ja gerade erst an. Moderne Zeit kommt ja erst noch. So. Neue Industrie. Also. Gut. So, also ein Flieger. Das müsste da rein. So. Zack. Personentransport, genau. Wart bis beladen und entladen. Hoch nach Hamburg, bitte. Auf nach Fuhlsbüttel. Und auch wieder zurück. Bestätigen. Und dann lassen wir von hier aus auch einmal die Cargo starten. Runter. Hier hin. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da bin ich kein Profi für. So. Dann gucken wir uns mal den Flugverkehr jetzt hier. Wo bin ich denn hingeportet? Da. Ja, da geht das nämlich schon los. Die fangen hier an, Schleifen zu drehen. Weil hier nämlich die Parkplätze dicht sind und die Landebahn voll. So. Aber das ist theoretisch noch vertretbar.
Die kommen jetzt nur gerade so ein bisschen ungeeignet an, sagen wir es mal so. Ich könnte jetzt natürlich nochmal Flieger nach München. Warte mal, ich müsste erstmal kontrollieren, ob München überhaupt dahin will. Oder die Münchner. Siehst du, das ist es jetzt nämlich gerade. Jetzt, dadurch, dass sie in Hamburg Schleifen gedreht haben, drehen sie jetzt auch hier Schleifen. Ja, die würden da auch hin wollen. Tatsächlich. Und ihr wollt auch nach München? Weil dann hätte ich nämlich ein schönes Fliegerdreieck, was ich da zusammenbauen könnte. München, ja. Ja. Das schaut doch gut aus. Lassen wir uns den Spaß doch mal richtig was kosten. Richtig toll. Super. Sind einfach schon mehrere hundert Millionen, die ich da. Nee, es sind auf jeden Fall über 100 Millionen, die ich da rein investiert habe. Für ein bisschen Personen- und Posttransport. Yay. Aber den Spaß muss man sich mal gönnen. Später tatsächlich bringt das doch noch ein bisschen mehr. Da muss man sagen, da ist das schon nicht schlecht, was dann. Weil eben halt auch viel, viel mehr Menschen transportiert werden. Das ist eben halt auch so ein bisschen. Ja. Jetzt kommen die hier an, so. Der hebt jetzt ab wieder. Jetzt müsste der andere schon bald ankommen. Nee, tatsächlich nicht. Ach, der kommt jetzt an. Ja, okay, gut. Hat ja auch was. So, zack, 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 zack. Ich warte jetzt noch mal ein Stücken, bis der da weg ist. Ach so, ist er jetzt. Okay. So, jetzt. Jetzt lasse ich den von München nochmal starten. So. Und dann hängen die sich nicht ganz so auf die Knie, hoffentlich hier. Jetzt kommen hier alle. Oh, das ist genau das, was ich nicht wollte, ne? So. Können wir jetzt mal bitte. Danke. Der dreht hier Schleifen. Shit. Die Flughäfen sind zu klein. Muss ich mal ganz klar anmerken. Dass ich die aber auch nicht weiter ausbauen kann. Geht nur zwei Stufen, ne? Ja, tatsächlich. Das ist doof. Ich hoffe, da kommt später noch mehr. Das bin ich nicht mehr ganz im Kopf. Naja, gut. Aber, ja, das ist auch eine Möglichkeit, noch mal mehr Personen zu transportieren oder noch mal mehr Geld zu verdienen, obwohl man da ja so ganz schön reingebuddert hat. Ja, das war's für diese Folge. Jetzt haben wir so ein bisschen Flugverkehr. Wir haben hier so ein bisschen jetzt die Molkerei, die wird hier ordentlich zugeschüttet mit Milch, das ist auch gut. Wir haben unsere ersten Erfahrungen im Flugverkehr gemacht. Läuft so langsam, aber sicher immer mehr und mehr an. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut gerne Kommentare unten rein. Je nachdem, wie es euch gefallen hat, lasst es auch gerne mal raus. Und dann würde ich sagen, Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.